Hier kommt ein weiteres Gourmet-Rezept von mir. Gefüllte Schweineländchen mit Spätzle und einer hellen Kräutersoße. Wie ich das Schweineländchen gefüllt und diesen Gaumenschmaus zubereitet habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle, herzlich willkommen zu Kochst du mit Kalle. Ihr benötigt für dieses Rezept folgende Zutaten: ein Schweineländchen, auch Schweinefilet genannt, ca. 550 Gramm, ca. 4 Esslöffel Frühlingszwiebeln, frisch oder eingefroren, ca. 5 Esslöffel geriebener Käse, 2 Esslöffel Senf, mittelscharf, Salz, Pfeffer, Speiseöl und 5 bis 6 Rouladennadeln zum Befestigen. Alle Zutaten zum nochmal nachlesen unter diesem Video. Und los geht's! Das Schweineländchen der Länge nach mit einem scharfen Messer einschneiden und aufklappen. Um die Fläche zum Füllen zu vergrößern, muss es jetzt sanft plattiert werden. Dann auf der vor euch liegenden, also der Innenseite, mit Salz und Pfeffer würzen. Die Frühlingszwiebeln, ich hatte noch eingefrorene, auftauen lassen, die kommen jetzt in die Mitte. Und darüber wird dann der Käse verteilt. Jetzt kommt der kniffligste, aber auch nicht ganz so schwierige Teil, nämlich das Zuklappen des Filets, und dann muss es mit den Rouladennadeln befestigt werden. Die Mitte habe ich mit insgesamt 3 Rouladennadeln verschlossen und die beiden Enden mit jeweils einer Rouladennadel. Dann wird das Schweineländchen oder auch Schweinefilet genannt von allen Seiten nochmal mit Salz und Pfeffer gewürzt und mit Senf von allen Seiten bestrichen. Wenn ihr damit fertig seid, kommt es in eine Pfanne mit heißem Fett und wird von allen Seiten kräftig angebraten. Ich hatte von den Frühlingszwiebeln noch etwas übrig und habe diese in eine Auflaufform getan, als Bett für das Schweineländchen. Wenn das Schweineländchen fertig gebraten ist, kommt es in die Auflaufform und wird mit dem restlichen Bratenfett übergossen. Nun ab in den Ofen und bei 200 Grad Umluft ca. 30 bis 35 Minuten backen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch schon mal um die Beilagen kümmern. Ich habe meine Spätzle in Butter angeschwenkt und die Soße hatte ich eingefroren und habe sie einfach nur auftauen und heiß werden lassen. Dazu gab es einen Tomatensalat, der ist hier allerdings nicht abgebildet. Wenn das gefüllte Schweineländchen fertig gebacken ist, dann solltet ihr es noch 5 Minuten ruhen lassen. Wer genau aufgepasst hat, der weiß, dass ich jetzt 5 Rouladennadeln entfernen muss. Ihr solltet beim Zuhause nachmachen ebenfalls die Rouladennadeln zählen, denn die müssen dann alle wieder raus. Nochmal eine Kontrolle und dann kann es an das Schneiden des Schweineländchens gehen. Dann alles zusammen anrichten und schmecken lassen. Ein weiteres Schweineländchenrezept von mir findet ihr hier oben in diesem Video. Das war's von mir, bis hier. Tschüss, euer Kalle.